Ivarstadt. Willst du mich jetzt verpimmeln oder was? Oh Mann. Naja. Bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig. Wir reisen mal dahin. Ist ja nicht allzu weit, aber trotzdem nicht das, was ich machen wollte. Und deshalb pisst mich das an. Ach, da sind die Verräter, die doofen Ganoven, die uns einst in den Hintern krochen. Naja, sie wurden bestraft und das reicht mir. Ich glaube, es lohnt sich nicht, die Werwolfform gerade anzunehmen, weil wir gerade da sind und dann die Menschen uns wieder 10 Stunden lang verfolgen würden und. Also laufen wir einfach mal und gucken, wie es dabei rauskommt. So. Was war das denn? Was ist das denn? Eis? Das ist Eis. Was war das denn jetzt? Okay. Strange. Very strange. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Übelst creepy. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Oder war ich hier schon mal? Ah, doch, das war das. Ah. Ja, genau, die Stadt oder das kleine Dorf vor den Tausenden von Treppen. Aber okay, dann Sternschnuppenhof. Dann betreten wir mal diesen Sternschnuppenhof und gucken, was wir hier machen sollen. Speichern, so, Sternschnuppenhof. Ja, ich weiß, es ist ein Autosave, aber scheißegal. Ich überschreibe den einfach mal. Fastritt. Hat Mara euch geschickt? Was ist dieser Gegner hier oben bitte? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Was bedrückt euch? Meine Eltern verhalten sich unmöglich. Bassianus möchte mich heiraten. Und ich glaube, ich liebe ihn. Aber dann will er nach Rifthorn umziehen. Und das will mein Vater nicht zulassen. Ihm ist nur seine blöde Stadt wichtig. Aber mit Bassianus bin ich so glücklich wie noch nie zuvor. Meine Mutter ist mir auch keine Hilfe. Okay. Ihr klingt ein wenig verwirrt. Ich will nicht wählen müssen. Sie sind beide so großartig. Sprich mit Fastrids Eltern. Also da ist der Papi. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Könnt ihr mir etwas über... Nee. Eure Tochter hat mich gebeten, mit euch zu sprechen. Ich weiß schon, um was es geht. Sie glaubt, in Bassianus verliebt zu sein und will die Stadt verlassen. Mit ihm. Lasst mich euch erzählen, wie ich die Dinge sehe. Bis vor ein paar Monaten war sie Feuer und Flamme für Klimek. Sie sprach den ganzen Tag von ihm. Wenn ich das Gefühl hätte, dass sie Bassianus wirklich lieben würde, wäre es etwas anderes. Aber sie ist noch ein Kind. Das geht vorbei. Okay, warum seid ihr so versessen darauf, sie zum Bleiben zu bewegen? Seht euch um. Es bleibt sonst nicht mehr viel. Die Stadt hatte mal eine ansehnliche Größe. Aber seit einiger Zeit ziehen alle Leute nach Rifthorn. Wenn alle jungen Leute gehen, Rifthorn. Was geschieht dann mit Ivarstadt? Okay, meint ihr, sie kommt darüber hinweg? Ihr wisst doch, wie Kinder sind. Jeden Monat will sie etwas Neues. Und wie immer hat der Knabe absolut kein Rückgrat. Jemand muss ihn überzeugen. Mit einem kleinen Anstoß wäre alles einfacher. Und hier kommen wir ins Spiel, liebe Freunde. Und ich meine nicht den kleinen Anstoß an sich so beim Typen, sondern bei der Dame, da sie ja jeden Monat einen neuen hat. Verschwindet einfach so schnell ihr könnt aus der Stadt. Hier gibt es nichts. Okay, ich dachte, ich soll deiner Tochter helfen. Ihr müsst ein Pilger auf dem Weg nach Hochrott. Meine Güte,
Wahrscheinlich geht es um die Männer. Wir alle hätten gerne ihre Probleme. Erzählt es meinem Mann nicht, aber ich habe keine Probleme mit Bassianus. Auch wenn es bedeutet, dass sie Ivarstadt verlässt. Ich möchte, dass Fastrat glücklich ist. Wenn sie sich einfach aus der Stadt schleichen würden, könnte ich das meinem Mann beibringen. Warum sollte sie gehen? Bassianus hat immer noch große Angst vor Joftor. Wenn er wüsste, dass ich ihn davon abhalten würde, den armen Jungen zu verfolgen, ginge er ohne nachzudenken mit Fastrat nach Rifton. Sagt ihm, dass ich auf sie aufpasse. Ich möchte nur, dass meine Tochter glücklich ist. Okay. Natürlich, geht. Alle anderen machen das. Ralalalalalala. Jetzt müssen wir also zu diesem Bassianus und ihm davon überzeugen, dass er mit unserer Kleinen durchbrennen soll. Jetzt muss ich nur noch... Ah, da ist er ja. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrock gar nicht bereit. Was? Der Weg... Klimek? Ich dachte, der heißt Bassianus. Sprich mit Bassianus oder Klimek. Okay, warum oder? Was hat es mit dem auf sich? Nicht sicher. Hey, seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Ihr habt Fastrat wohl verloren. Oh, Fastrat. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Erst lächelt sie mich an, dann erwidert sie nicht einmal mir meinen Blick. Bassianus weiß bestimmt, was da los ist. Er versteht die Frauen. Okay, wahrscheinlich gefallen ihr entschlossene Männer. Ich glaube, da kann ich auch nichts machen. Wie habt ihr mich genannt? Ihr solltet mutig sein. Wartet mal. Ihr meint, ich soll es ihr einfach sagen, was ich empfinde? Was habt ihr zu verlieren? Bei Ismirs Bad, ihr habt recht. Fische fängt man nur am Wasser. Ich gehe sofort zu ihr. Was hat die denn für Cholos hier überall? Ich habe mich in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Ja komm, jetzt geh und gestehe ihr deine Liebe, Kollege. Ich bin zwar zum Falschen gerannt, aber scheiße, was mache ich denn jetzt? Scheiße. Ich sollte eigentlich nicht zu dem gehen, sondern zu Bassianus. Ich muss euch etwas sagen. Klimek? Was ist denn? Ich möchte nicht, dass ihr Ivarstadt verlasst. Warum nicht? Weil ich euch vermissen würde. Ist das der männliche Antrag? Aber ich dachte, ihr hättet nur das Fischen im Kopf. Was nutzen einem Fische, wenn man sie allein essen muss? Oh, Klimek. Okay. Okay. Was ist jetzt passiert? Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Ja, komm. Ich bin dabei selbst etwas. Ich verstehe das irgendwie gerade nicht, aber... ist ja auch nicht so schlimm jetzt. Unsere Mission bestand ja darin, irgendwas zu machen. Das haben wir ja anscheinend wohl jetzt gemacht, oder? So, dann machen wir mal so. Und zack. Schon haben wir... Was war's? Die Bella oder Mara oder was war's? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall irgendeinen Segen erhalten oder werden wir erhalten. Dralalala. Und dann können wir hoffentlich auch endlich mal unsere Mission erledigen. Was ich schon lange möchte. Mara. Gut, Mara. So. Wonach sucht ihr, mein Kind? Ich habe den jungen Liebenden in Warstadt geholfen. Wunderbar. Wie die See, so tobt und wogt auch ihre Liebe. Und dennoch nährt sie uns und schenkt uns Leben. Ja. Wünscht Mara mehr von mir. Ich sehe, ihr brennt darauf, ihr Licht zu verbreiten. Oh. Mit jedem Wagnis, das ihr eingeht, erfüllt Mara meinen Geist mit neuem. Wie die Glut liegt sie auf Steinen Geht nach Markart. Dort findet ihr Kalzelmo, weise, bitter und zurückgezogen. Helft ihm, aufzublühen und seine Absichten zu ver... Dieses Gebet wurde von der... Ich will hier nicht, Ich will hier nicht Bauer sucht Frau oder so spielen. Ich will hier einfach nur etwas, Mann. Ihr braucht etwas? Wo ist denn der andere Penner, der hier sein sollte? Ey, echt jetzt? Bis dann. Ich, kann so nicht arbeiten. Ja, dann machen wir das halt auch nochmal, ey. Echt jetzt. Ich check das nicht.
nee, das kann doch nicht sein. Leute, wisst ihr was? Ich unterbreche hier mal kurz die Aufnahme. Dann gehe ich mal kurz zu meinem Freund, den Google, und dann frage ich da mal, was da los ist und wen ich hier überhaupt ansprechen muss für diese Scheiße. Und dann können wir auch gleich weitermachen. Also, bis denn. So, meine kleinen Schlawiner, hier sind wir also wieder in Riften. Und mittlerweile habe ich auch herausgefunden, was ich machen muss oder wohin ich gehen muss, besser gesagt. Hier, The Bee and Barb. Also die Biene und der Barbe. Barbe. Ja, genau. Der Bienenstich ist eine Schenke, wo sich dieser Mönch oder Priester meistens aufhält. Genau der ist gemeint. Der Drachen ist kein einfacher Zufall. Dies ist eines der Zeichen. Ein Zeichen für Lady Maras Unzufriedenheit mit eurer ständigen Trunkenheit. Lasst von euren Flaschen mit ihren üblen Flüssigkeiten ab und nehmt die Lehren der Dienerin von Kühne an. Nein, nein, Maramal. Wir haben darüber gesprochen. Talen? Kerava, wir können uns doch sicher irgendwie einig werden. Diese Leute müssen sich des Chaos bewusst werden, das sie gesät haben. Genug, Maramal. Wir haben genug über die Drachen und ihre Rückkehr gehört. Ihr müsst sie nicht als Ausrede missbrauchen, um unsere Kunden zu belästigen. Wie ihr wollt, Talen. Ich werde diese Höhle des Frevels verlassen. Wenn eure Loyalität, wir werfen euch nicht raus. Aber lasst die Predigten im Tempel und uns hier in Frieden sündigen. Möge Mara euch segnen. Hey, Mara. Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Könnt ihr mir was über den Maras Glauben erzählen? Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehnen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Okay, ich möchte mehr über den Tempel von Mara erfahren. Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare im Himmelsrand. Ja, liebe Leute, ihr habt's also gehört. Wir heiraten. Ja, der Sef, der packt sich jetzt einfach mal eine Frau aus und dann wird geheiratet. Hey, schubst mich an. Gehst du weg? Ich bin mit ihm in einer... in einem ernsten Gespräch? Du kannst doch jetzt nicht da rumputzen hier. Dova Argonia, du, was hast du denn für Federn auf dem Kopf? Könnte ich im Tempel heiraten? Aber ja, natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Nein, nicht wirklich. Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz, daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Okay, ich kaufe mal so ein Amulett. Hier, bitte. Und viel Glück. Möge Mara euch segnen. Maras Universum. Es ist nicht leicht, Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer mögen. Okay. Aber natürlich, im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Wir brauchen jede Nutze, wie ihr wünscht. Alles, was ihr entbehren könnt. Also, wir bekommen nur ein Amulett. Okay. Dann tun wir das doch mal gleich anziehen. Wie kann ich euch helfen? Ich gebe euch Deckung. Moment. Das machen wir mal anders. Geht vor. Ich folge. So. Bin immer noch da. Ja, das sehe ich. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Hä, du musst nicht meine Last tragen, du darfst jetzt etwas anderes tragen. Und zwar ein Amulett von Mara darfst du tragen, du kleine Freundin. Okay, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht mit ihr. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, liebe Leute, ich hatte nämlich vor, die Lydia zu heiraten, aber... Ihr geht vor, ich folge. Hä? Anscheinend brauche ich auch... Ich bin direkt hinter euch.
Hier trennen sich unsere Wege. Dann mal los. Okay, was bist du denn für einer? Wenn eure Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Habe ich überhaupt noch 200 Gold? Nee, hätte ich gar nicht. Scheiße, deswegen wahrscheinlich bietet er mir kein anderes Amulett an. Wenn ihr Münzen dabei habt, seid... Habt ihr was zu verkaufen? Ja, die Fresse. Hunger doch stillen. Ja, genau. Können wir ihr Score?